So, willkommen zurück zu Lego Harry Potter. Und wie es aussieht, müssen wir wohl den Spinnen folgen, wie es aussieht hier, oder? Oh, da laufen die alle hier links. Wir wissen ja alle, dass sie in den Wald gehen, zur großen Megaspinne. Den gehen wir da auch mal hin. Glaube ich. Können wir auch hier runtergehen einfach? Ja, so. Ja, ist diese blöde Wendeltreppe. Guck mal. Oh, hier laufen die Spinnen auch alle längs. Spinnen sind schon so ein bisschen eklig, oder? Ich finde Spinnen echt nicht schön. In Spielen stören sie mich nicht, allerdings haben sie sich bei Resident Evil gestört beim ersten Teil. Was mich jemand, der daran erinnern kann. Das war schon echt Horror, fand ich. So, weiter geht's. Wollen die denn hin? In den Wald wollen sie. Also ruhig. Wir laufen den hinterher. Selbst wenn sie in den Wald sich verehren, wir laufen den hinterher. Oh, Leute, steht doch nicht alle im Weg hier. Ihr seht doch, dass ich Spinnen verfolge. Na gut, dann wollen wir erstmal zu Hagrid. Mal gucken, was der uns zu erzählen hat. Laden, laden, laden. Das ist natürlich genau, wo es hingeht. Hinter den Spinnen her! Die bösen Spinnen klimmen. So. Wir folgen die jetzt. Mal da hoch? Machen wir nicht einfach so. Da. Das Ding da oben zerstören. Und wenn wir mehr von den Viechern, das wollen wir auch nicht. Gehen wir jetzt mal hoch. Wie komme ich denn da hoch? Ach, warte mal. Geht bestimmt hier längs, ne? Nicht. Kann der Hund denn irgendwas? So richtig nicht, ne? Hey, verstehe ich es gerade nicht. Ach, da, warte. Jetzt kannst du vielleicht auf höheren Kant springen. Warte mal. Nein. Durch Drücken von X kannst du wieder auf höheren Kant springen. Ach so, das Ding kann laufen. Das ist ja super. Das wusste ich auch nicht. Das erste Mal gesehen jetzt. Oh, warte, hier kommt ein Hund. Wie kriegen wir die Hunde hier hoch? Hm.
kriegen wir denn die guten Hunde hier hoch? Beziehungsweise, wie kriegen wir die anderen beiden hier hoch, ne? Also erstmal musste Harry und Dings hier hoch. Also Harry kriegen wir ja auf jeden Fall hier hoch. Indem er auch etwas Teil benutzt. Okay, warte. So, jetzt kann ich damit rumlaufen, diese blauen Dinger da einsammeln, ne? Ja, okay, das ist mir jetzt auch egal. Machen. Wie geht's denn hier? Den Hund kann ich ja schlecht hier raufschicken, ne? Also mit dem Gerät? Wir probieren es mal. Da kommt er ja nicht hoch. Ich verstehe das gar nicht. Kann er denn hier hochklettern? Nee. Nichts. Warte mal, kann man das mitnehmen? Hä? Kommen wir denn jetzt hier weiter? So, damit kann ich ja rüberkommen. Okay, das habe ich verstanden. Aber was kann ich hier drüben machen, dass ich denn irgendwie die anderen auch mitbekomme? Das geht zum Beispiel nicht. Aha. Okay, so vielleicht. Dann für Viecher. Das ist ja clever zu wissen. Komm mal her. Dann kann der Hund ja auch buddeln hier. Was ein Schwachsinn! Aber naja. Okay, fliegen wir ein bisschen rum hier. Ach, diese blauen Viecher. Die sind doch blöd. Klauen komplett die Leiter.
Dafür helfen die mir da meine Leiter. Na gut. Trotzdem ist es scheiße. Wäre viel einfacher gewesen. Okay, hier haben wir hoch. Oh nein! Ja. Mal die ganze Scheiße. So, komm hoch hier. Harry. Oh. Da sind sie, die blöden Viecher. Was machen sie denn jetzt da? So, müssen natürlich wieder hier irgendwie. Brauchen wir auf jeden Fall den Hund mal wieder. Ach, guck mal, jetzt könnt ihr hochkommen. Ah, perfekt. Oh ja, dann hat mir alle runtergeworfen, ihr Spackos. Da, kommt. Jetzt kann der Hund mal schön buddeln hier. Hey, ihr kommt da ja nicht hoch, dann müsst ihr hier mit hochkommen. Komm mit. Hund kann da ja auch hochklettern, witzigerweise. Oh, los. Da geht's jetzt runter zu den Spinnen. Gruselig wird's allemal. Okay. Ah. Okay, wir machen die Frage. Ah, okay. So. So. Oh. Aber wir haben sie befreit, das ist schon mal gut. So, das gefällt dir, das ist eine dumme Spinne. Aber sie lassen euch doch nicht gehen. Ein lecker Schmecker, Maul. Yeah.
Oh, muss schnell sein. Ah, ich hätte die Kisten da berühren müssen, ne? Die haben jetzt nicht. Da, ist noch ein Spinne auf dem Kopf. Nein! Wo sind wir gerade rausgekommen, wa? Ich muss irgendwo gegenfahren, glaube ich. Um die loszuwerden, oder? Ich werde die nicht los, ich bin da oben. Ah, das ist die Bremse, okay. Weiß ich, warum ich mal anhalte. Na? Ah! Oh, gib Gas! Ah, es geht weiter! Ich glaube, ich weiß was. Ich auch. So, freigeschaltet. Geschichte fortsetzen. Definitiv. Feige Sau. Der will natürlich nicht mit uns zusammen die Schlange erlegen. Hat ja Angst und haut ab. Aber vielleicht können wir ihn überreden, dass er doch noch mitkommt. Wo ist er? Wo wohnt er nochmal? Besuchen wir auch den guten Gilroy Lockhart. So, ne? Da ist ein Bart auf uns. Gilderoy! Hat auch ein bisschen Schiss, der Gute, ne? Mann, nicht mal die beiden Kinder haben Angst. Wir müssen hier ein bisschen Puzzle reden. Eigentlich? Weiß mal, was ich da oben kann. Auf jeden Fall. Kretze gleich ein kleines. Was kleines noch? Okay. So, gehen wir darüber zu Dumbledore. Kretze kann das da durch, aber da kommt da oben ja nicht richtig durch, weil da fehlt ja irgendwas, ne? So ist besser. Aber auch da fehlt ein Stückchen.
Aber wir können Kretz ja trotzdem mal da reinschicken. Hallo Kretze. Da kann er ja wahrscheinlich den Knopf drücken da oder so. Ah, guck mal. Gut zu wissen. Was passiert? Oh, Schlangen. Ein ekliger Gestank. Okay, warte mal. Wir haben schon mal einbefreit. Und jetzt können wir da, glaube ich, auch wieder zusammenbauen ein bisschen. Und so, jetzt kann Kretze weiterlaufen. Komm schon, Kretze. Da ist noch ein Knopf, den du drücken musst. Und das kriegen wir auch noch hin. Und hier runter. Oder hinterherlaufen? Ne, können wir nicht. Da geht's nicht weiter. Ah, okay. Können wir es zusammenbauen. Ach geil. Soll ich jetzt die Toilette reinigen da? Wahrscheinlich, ne? So, jetzt können wir alles zum Möglichen zusammenbauen. Ich habe nicht gesehen, was gebaut wurde, aber ich denke mal, es wird der Waschhahn sein. Jetzt schnacken wir ein bisschen Puzzle. Mach mal auf. Und runter. Okay, es geht also Richtung Schlange. Den Hund haben wir nicht dabei, ne? Gut, aber ich würde sagen, dann machen wir ab nächstes Mal hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss. Ja.